Die Tuamotus. Die weltweit größte Gruppe von Korallenatollen umfasst 78 Atolle unterschiedlichster Größe. Vier von diesen Atollen haben wir auf unserer Reise durch die Südsee besucht. Das kleine Amanu, in dessen Landschaft und in dessen herzliche Bewohner wir uns sofort verliebt haben. Makemo, wo wir einen der heftigsten Stürme unserer bisherigen Reise abwettern mussten. Fakaraba, wo wir die eindrücklichsten Tauchgänge unseres Lebens erleben durften. Und Tahanea, ein großes unbewohntes Atoll, welches uns durch die vielseitige Landschaft sowohl über als auch unter Wasser total begeistert hat. Und in dieses Atoll nehmen wir euch in dieser Episode mit. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Ja, jetzt fahren wir hier zurück Richtung Ausfahrt, aus dem Atoll raus. Heute geht es wirklich mal woanders hin. Momentan eiern wir hier um den ganzen Bommels herum, immer mal wieder aus dem Wasser ragen, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht auflaufen. Ach, jetzt fahren wir gerade mit Sonne im Rücken, das sind die Idealbedingungen. Aber die Idealbedingungen haben wir leider nicht immer, weil die Sonne hier nur wirklich relativ kurz in einer bestimmten Position steht. Und wenn man lange Passagen macht, die Atolle sind relativ groß, dann kann es auch mal sein, dass die Sonne wirklich schon teilweise von vorne kommt und dann sieht man diese Bommis nicht so gut. Zum Glück haben wir aber die Google Earth Karten. Nur man muss wirklich aufpassen, denn da sind echt nicht alle drin. Vor allen Dingen in diesen Wolkengebieten, gell? Ja, nicht alle. Eigentlich sind alle verzeichnet, weil das sind ja Fotografien. Aber ab und zu hat man dann so eine ganz kleine Wolke, da muss man aufpassen. Und die Wolken sind manchmal ganz, ganz schwach und das reicht aus, dass man dann, wenn es so kleine Bommis sind, dass man die dann nicht sieht. Also wir haben jetzt in unseren Routen, die wir hier gefahren sind, haben wir einen gefunden, der definitiv nicht in der Karte ist. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man da eben halt so einen kleinen Wolkenschatten. Und der wird dann definitiv von der Wolke verdeckt. Wir haben jetzt uns dort ein rotes Kreuz gesetzt. Wir haben hier Wassertiefen aktuell von 20, 21 Meter. Und dann, wir fahren jetzt aber momentan ganz dicht neben dem Ding vorher. Was nicht eingezeichnet ist, das kommt dann einfach da so raus. Ne? Nach über 4 Wochen verlassen wir Makemo. Gegen 8:30 gingen wir im Südosten des Atolls Anker auf und bei idealen Wetterbedingungen segelten wir anhand des aufgezeichneten Tracks ganz gemütlich durch das mit Riffen gespickte Atoll. Kurz vor Mittag erreichen wir den Ostpass Makemos und bei einer leichten Strömung nach draußen segelten wir hinaus auf das offene Meer. So, brauchen wir nicht mehr, hm? Erst nee, in Tahanea wieder. Wir sind durch aus dem Channel und dann geht's hier draußen lang. Frühstück vor der Einfahrt. Ja, genau. Und ein bisschen duschen zwischendurch. Bisschen duschen. Hakko sitzt gefährlich da drüben. Aber wir wissen nicht, ob wir jetzt schon reinfahren oder nicht, weil laut Tidentabelle sind jetzt bis 10:30. Also 10:30 nimmt die Strömung erst ab. Momentan haben wir um die 3 bis 4 Knoten sogar rausgehende Strömung. Laut Tabelle. Laut Tabelle. Das heißt, wir fahren da mal hin, gucken uns das mal an. Und im Zweifel bleiben wir lieber draußen und warten ab. So, wir haben jetzt beigedreht. Liegen circa 3 Meilen östlich von unserer Einfahrt später und driften jetzt mit ungefähr 1,5 Knoten wieder in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Also eigentlich ideal. Und wir schätzen, wir müssen ungefähr 1 Stunde hier liegen bleiben. Und es ist echt super chillig. Ich bin immer wieder erstaunt, wie ruhig man beim Beidrehen liegt. Ja, du kannst noch so Wellen haben, noch so fetzigen Wind, das macht alles nichts. Beigedreht liegst du einfach, du bringst Ruhe ins Schiff und könntest jetzt arbeiten am Rig machen, wenn es sein muss, das Großreffen oder wie auch immer. Oder ansonstige Arbeiten am Schiff, wenn da was erforderlich ist. Oder eben halt in Ruhe essen, das ist auch möglich im beigedrehten Zustand, ja, weil das Schiff doch ziemlich stabil liegt. Anfang Juni segelten wir zum ersten Mal nach Tahanea. Es ist ein großes, unbewohntes Atoll, das lediglich von Bewohnern der Nachbarinseln besucht wird, die hierher kommen, um Kopra zu gewinnen.
Das Atoll hat eine Ausdehnung von 25 mal 8 Meilen und an der Nordküste befinden sich drei gute schiffbare Passagen. Durch den mittleren Pass segelten wir bei idealen Bedingungen in das Atoll und gingen im Norden vor Anker. Tahanea ist bekannt für intakte Korallenriffe. Wir möchten dort tauchen und das Südseeleben vor den kleinen Motus einfach nur genießen. Wir segelten mehrmals zwischen den verschiedenen Ankerplätzen hin und her. Und im Folgenden nehmen wir euch mit zu unseren schönsten Erlebnissen in diesem Atoll. Am Nordpass Tahanea sind regelmäßig Mantas zu beobachten, so heißt es. Außerdem sei das Korallenriff in diesem Pass total intakt. Ich hatte schon viel über das Tauchen in Tahanea gehört, aber wie gehen wir es am besten an? Allein, ohne Guide, ohne Begleitdingi, in einem Pass, in dem starke Strömung herrschen kann? Als erstes fahren wir raus zum Schnorcheln. Die Bedingungen checken, herausfinden, wann die Strömung kippt. Anschließend sprechen wir mit anderen Seglern, die den Nordpass schon des Öfteren betaucht sind und bekommen wertvolle Tipps. Sie zeigen uns am folgenden Tag, wo wir am besten abtauchen und wie wir mit dem Dingi verfahren. Bei Stillwasser tauchen wir auf 16 Meter ab. Hier herrscht tatsächlich nahezu keine Strömung und das Dingi wird mit einer Leine an einem Stein befestigt. Wir tauchen zur Riffkante und warten einfach nur ab. Herrlich, so über dem Riff zu schweben, vor uns tiefstes Blau. Jederzeit kann einer der großen Bewohner der Meere vorbeikommen, so wie dieser riesige Napoleon, der gemächlich an uns vorbeizieht. Sobald die Strömung einsetzt, tauchen wir zurück zum Dingi, lösen es von dem Stein, halten uns beide an der Leine und schweben über das herrliche Korallenriff wieder hinein in das Atoll. Ein unbeschreibliches Erlebnis. Spaziergänge über entzückende Motus, Flechten von Palmenhüten im Abendlicht, Schnorcheln, Kiten und vieles, vieles mehr.
Im Südosten Tahaneas, genauer gesagt vor Nikos Motu, haben wir einige fantastische Wochen verbracht. Maohie, Motuatia, Watapiria, Eohe, Watifaya, Tuito, Teonei, Orihere, Titaipe. Maohie Motuatia Watapiria e oe Watifaya tuito Teonei Orihere Titaipe Orihere Titaipe Nico lebt eigentlich auf dem Nachbaratoll Fa'aite. Nach Tahania kommt er, um hier Kopra, also das getrocknete Nährgewebe der Kokosnuss, zu gewinnen, welches auf Tahiti zu Kokosöl verarbeitet wird. Er ist ein herzensguter Mensch und freut sich, wenn Segler ihn auf seinem kleinen Motu besuchen. Auch hatten wir die Chance, mit ihm auf Kokoskrabben und Langustenjagd zu gehen. Am späten Nachmittag holte uns Nico nacheinander ab und wir fuhren zunächst zu einem der nördlich gelegeneren Motus. Hier bereiten wir die Fallen für die Kokoskrabben vor. Kokosnüsse werden zerschlagen und an verschiedenen Stellen befestigt. Später werden wir dann sehen, ob sich damit Kokoskrabben anlocken ließen. Die vielen Löcher im Boden verraten uns auf jeden Fall, dass es einige davon hier geben muss. Weiter ging es, wir wollen auf das Riff, denn bei Niedrigwasser, nachts, sollen sich dort zahlreiche Langusten befinden, die man wohl einfach nur auflesen muss. Und tatsächlich war das so. Wow, wo hast du den denn gefunden, Mira? Direkt angelegt. Der ist aber mega klein. Oder nicht? Ja, aber 7 cm ist, ne? Okay. So. Wollen wir mitnehmen? Mal freilassen, damit ihr seht, wie das aussieht. Ja. Ja. Wir lassen ihn wieder frei. So. Weg ist er. Okay. Mit einem Korb voller Langusten ging es zurück zu unseren Kokoskrabbenfallen. Und auch hier konnten wir einige Krabben für das Festessen, welches wir am kommenden Tag bei Nico veranstalten wollten, mitnehmen. J'ouvre les coconut crab. Ah, okay. Wow. Hard work. It's just so people can then eat it. Das wäre das Foie Gras. Das Foie Gras? Das ist Leber. Ah, die Leber. Anscheinend hat er gesagt. Okay. Und er isst das, er mag das sehr. Okay.
Das sind ja die Enden, also diese eigentlich die Bäuche sozusagen von den Kokoskrabben. Und er hat uns gerade erklärt, wie man das isst. Man kann das essen. Und zwar muss man zuerst den Darm entfernen, also den zieht er einfach raus. Weißt du, den Darm? Dann öffnest du das. Und dann da drin, das kannst du dann als Brotaufstrich verwenden. Und je nachdem, ob die Kokoskrabbe viel Kokosnuss gegessen hat oder eher mehr Rinde, dann ändert es auch den Geschmack. Also die hat jetzt zum Beispiel viel Kokosnuss gefressen und dann ist das Ganze auch ölig und süß. Das ist total lecker. Kann man richtig gut als Brotaufstrich essen. Ab und zu hat es noch so Gedärme dazwischen, die nimmt man einfach weg. Aber vom Geschmack her finde ich es richtig gut. Also ist voll interessant und das hätten wir nie erfahren, wenn wir das nicht mit ihm zusammen gemacht hätten. Also, weil eben Annette und Michael haben das ja auch zubereitet und die haben dann einfach nur die Gedärme gesehen und wenn ich das alleine gesehen hätte, hätte er die doll weggeschmissen und definitiv nicht probiert, aber es ist voll interessant. Michael hat es ja probiert, aber wahrscheinlich das Falsche, das war ja total ekelig. Oder es war eine salzige, das kann natürlich sein. Wenn es salzig ist, ist es vielleicht nicht so lecker. Also das war jetzt eine, die hat viel Kokosnuss gefressen. War gut, interessant. Wir sind jetzt hier bei Nico und er hat uns ja gestern Kokosbrötchen sozusagen angeboten und die werden frittiert in Öl gemacht. Und er hat gemeint, es gibt aber auch so einen Kokoskuchen sozusagen und den macht er aber im Erdofen und das machen wir heute zusammen. Also wir rühren gerade hier diesen Teig an und nachher setzen wir das Brot in den Erdofen und morgen sollte das dann gut sein. Bin gespannt. Diese Art Kuchen heißt Avaro übrigens. Also ich weiß nicht, ob es Avaro heißt, weil es in der Erde gemacht wird oder weil es wie so Kokoskuchen ist. Wenn er hier backen will. Oh, Jami, Hallo. 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 Hast du Hilfe bekommen? Hast du jetzt Hilfe bekommen? Ja, guck mal. Nachdem der Avaro-Teig zubereitet und auf zwei Töpfe verteilt war, wurden diese auf die heißen, dampfenden Steine gestellt. Mit Blättern, Matten und Erde gut abgedeckt und es hieß, am nächsten Morgen würden sie fertig gebacken sein. Jetzt fahren wir zurück. Ja, morgen früh sein Kuchen. Man schmeckt wirklich den Rauch. Also es schmeckt ein bisschen räucherlich. Und da ja wenig Zucker drin ist, ist ja auch überhaupt nicht so süß. Also sehr speziell. Ein bisschen. Und dadurch hier oben ist noch warm übrigens. Und hier oben ein bisschen glitschig und hier unten hat so eine leichte festere Kruste. Also gut. Wir hatten wirklich eine fantastische Zeit in Taranea. Der einzige Wermutstropfen war, unser Außenborder hat immer wieder gestreikt und schlussendlich hat er völlig seinen Geist aufgegeben. Benzin gewechselt und
Vergaser gereinigt, läuft immer noch nicht sauber. Ich vermute, dass irgendwas im Vergaser ist, aber aus Sicherheitsgründen schmeiße ich jetzt mal die Kerze aus und baue dann eine neue Kerze ein. Das Nervige ist vor allem, dass es genau hier in Tahania passiert. Hier wollte ich echt einige Wochen bleiben. Wir wollten hier viel kiten, wir wollten hier vor allen Dingen tauchen gehen und dazu brauchen wir unser Ding hier. Also es geht jetzt alles nicht mehr. Ganz toll, jetzt müssen wir wieder Planänderungen. Ach, Pläne. Jetzt machen wir wieder einen neuen Plan. Also mal gucken, wie es weitergeht. Was genau passiert ist, das erzählen wir euch in der kommenden Episode. Und jetzt nehmen wir euch noch mit zu zwei entzückenden Motus im Süden Tahanias. Dieses atemberaubende Fleckchen Erde erkundeten wir zusammen mit der Merla, als wir das Atoll Ende Juli zum zweiten Mal besuchten. Marco arbeitet, gell, und wir sitzen einfach und... Es ist so cool! Also ich finde, wir finden es beide, also Hakko und ich, total geil, dass wir Nelly und Alain wieder getroffen haben. Jo. Nach 3 Jahren auf Bonnier haben wir uns kennengelernt. Gell? Ja. Und hier in der Südsee haben wir uns wieder getroffen. Juhu! Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. Ja, wir sind hier bei der Merla, oder auf der Merla, zum Fondue-Essen eingeladen worden. Und das ist natürlich was ganz Spezielles, das haben wir sonst nicht. Ja, voll genial. Das mitten im Winter. Ja, genau. Winter haben wir ja hier auf dieser Erdkugel. Winter bei 26 Grad ungefähr. Ne? Es ist kalt. Ne? Es ist kalt. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow. Ja, das ist ein wunderschönes Stück für deinen Hut auf. Du musst dir nur überlegen, ob du einen nicht haben möchtest. Einen harten Look mit einer kleinen Krempe oder ob ich eine große Krempe probieren soll für dich. So lässt es sich aushalten, ne? Schön spitz, ne? Perfekt. So, wir werden heute in die Geheimnisse des Stockbrotes eingeweisen. Gell, Hakko? Das erste Mal, dass wir das machen. Ja, das erste Mal, dass wir das machen. Ich muss auch schon wieder Bäume fällen hier, damit wir Stöcke kriegen und anspitzen und Sitzgelegenheiten und... Ah ja, viel Arbeit, viel Arbeit. Hakko, nichts ausruhen. Nee. So, da sitzen die Lehrmeister. Arbeit. Annette hat mir beigebracht, wie man den Teig macht. Okay. Mal gucken, ob er schmeckt. Kira, weiß ich noch nicht, was sie macht. Sie hat das Feuer gemacht. Entschuldigung. Sie hat das Feuer gemacht.
Und Michael hat uns eingewiesen in die Art und Weise der Stockzubereitung. Also die Finger vorher erstmal einmal im Sand, so ja, ein bisschen, und dann genau. Genau. Damit es nicht so klebt. Schön schweißig genau. Muss das alles sein. Muss ich das auch nochmal durchrühren? Also vorhin sah der besser aus. Vorhin sah er besser aus, ja. So, jetzt gibt die ja nicht in mir so einen Streifen. Ja, hätten wir mal ein bisschen Mehl mitgenommen. Ah, vorhin war der super. Ja, vorhin war der super. So, jetzt gucken wir uns das mal an, wie das geht hier. Dann ist das halt so. Machst du eine Kühlkiss? Machst du ein Würstchen? Jetzt machst du ein Würstchen. Achtung, fällt runter. Würstchen. Ein Würstchen, okay. Ja. Shit, ich glaube, ich hätte echt Mehl mitgenommen. Das ist, glaube ich, zu klebrig. Wickelst du dann hier so drum. Aha. Chap, 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 chap. So, das wird aber kleiner. Oh. Cool. So. Ja. Und dann kommt er übers Feuer. Okay. Noch mal, ja, dann machen wir. Ich hab noch keinen Stock. Ja. Da ist noch ein langer Stock. Da ist noch ein kurzer Stock. So. Und dann setzt man sich hier. Deswegen ist es natürlich gut, wenn man einen geraden Stock hat. Upp. Weil den kann man dann einfacher drehen. Ja? Wie lange dauert das denn so in der Regel? Das kommt immer darauf an, wie tief du das hältst, ob du es verbrannt magst oder... Woher weißt du denn, wann das gut ist? Wenn, das fühlst du dann. Das fühlt man. Also außen ist es dann goldgelb. Ja. Im Idealfall. Und dann ist es auch innen... Oh, gar. Genau. Dann ist es auch innen gar. Da oben hängt das Stockbrot. Wir machen jetzt Butter da drauf. Soll ich das mal halten? Hm. Oh, heiß. Sehr heiß. Oh, ich hätte aber einen Warenkorb ist hier. Kannst du es ein bisschen drehen? Mhm. Oh nein, jetzt habe ich es auf deine Tasche getroffen. Ja, das ist nicht so schlimm. Hm. Bisschen drehen bitte. Jetzt kommt das wieder übers Feuer. Ja, zum Karamellisieren. Oh. Nein, das habe ich ja schon runter gehabt hier. Ich habe mir dabei nur die Finger verbrannt. Weil es ist ja so. Dann ist es aber wie Würstchen fangen. Also. Oh. War aber heiß. Aber oh, ist mir gut. Richtig gut. Ja. Dass wir das noch nie gemacht haben vorher, kann ich gar nicht glauben. Wir haben was verpasst. Bis jetzt. Aber jetzt. Was hast denn du da überhaupt? Ja, dieses tolle Stockbrot mit diesem Zuckerüberzug. Mmh.